So. Sehr schön. Mehr davon. Und Ja, jetzt wird die diese Kühe jagen gehen. Blöcke. Was ist denn das hier? Was ist denn hier passiert? Was denn? Ein riesiges Regal. Das sind Scaffolding-Blöcke. Man da hochklettern? Kann Au. man. Moment, wo denn? Ich guck's mir Hi, an. Prof. Ah ja, Inneneinrichtung, oder? Ach so. Danke Ja, dafür. ach so, die Bambusdinger. Ich habe jetzt sechs Ja, Gerüst. danke. Gut. Oh, der Rest liegt auf einem Baum. Ah. Die habe ich bei mir als Regal benutzt. Aber sind halt auch klasse. Ich kann Und sie nicht auch hier. übereinander stapeln. Das ist seltsam. Doch, kannst du. Stell dich daneben und klick einfach mit Rechtsklick auf den ersten Block. Ja. Ich baue sie aber Dann gehen sie nach nebeneinander. oben. Ich baue sie dann nebeneinander auf. Stell den einen hin. Stell den jetzt nochmal an dieselbe Stelle. Unten. Klick unten auf den Block. Da, wo du es draufgestellt hast. Okay. Kannst auch beliebig hoch im Endeffekt gehen. Bis zur Baugrenze Und wenn halt. du den untersten zerstörst, fallen alle wieder runter. Ah, sehr schön. Dinger sind halt wirklich dafür da, dass du einen ähnlichen Bewegungsfreiraum hast wie im Creative Modus, auch im Survival. Ja, sind halt quasi Baugerüste. Schöne Beistelltischchen. Oder Das das? auch. Dekorativ Ein sind sie auf jeden IKEA-Regal. Fall. Da Ja. stehe ich mir auch glatt ins Haus Im rein. Endeffekt brauchst du zum Bauen, brauchst du auch nur Bambus und Spinnenfäden. Das sieht gar nicht schlecht aus. Passt. Das war auch der Hauptgrund, warum ich Bambus damals wollte. Das glaube ich. Noch ein kleines Duschen? Ja, das ist ja schön. Boah, aber Bambus zu finden war echt eine Reise. Ich habe ein kleines Regal Ja. hingebaut. Immerhin war es nicht so sinnlos wie meine weite Reise, um Schwarzeichenholz zu finden. Du meinst die 50 Blöcke, die du eigentlich nur hättest gehen müssen? Ja, und die 1000, 2000 Blöcke, die ich stattdessen gegangen bin. Übrigens, ich habe eins gefunden, was sogar noch näher ist. Es ist hier halt direkt drüben hinter meinem Haus im Endeffekt. Sehr schön. Ja, ich habe, glaube ich, in der anderen Richtung noch eins gefunden. Ja gut, das ist zu dir näher, aber das ist von mir aus das nächste. Ja. Und du warst, wie lange gebraucht? 2 Stunden oder so? Einen Nachttisch Ja. aufgestellt. Hier habe ich ein schönes Haus, das passt. Sehr schön. Dekorative kleine Beistelltischchen und ein Regal. Was ist, wenn ich da jetzt die Blumenvase von hier drüben dort reinstelle? Geht das? Kannst du draufstellen. Ich würde es gerne reinstellen ins Regal. Ja, das geht leider nicht. Oh, schade. Aber hier, das geht. Jetzt muss ich Kühe jagen gehen. Kühe, Kühe, Kühe. Scheren kann man die nicht, die Kühe, oder? Die muss man töten, um deren. Ja, du schneidest ihnen die Haut ab, das gefällt ihnen. Also würden sie überleben, das ist, ich meine, das ist. Sie würden überleben, wenn du ihnen den Rücken aufschneidest und die Haut abziehst. Ja, ich Ein glaube paar auch. Tage, ja. Ein paar Naja, Tage. ich glaube, die bluten doch sehr schnell aus. Ja. Wahrscheinlich noch bevor du das Leder abhast, sind sie schon tot. Stimmt, ich weiß nicht, ob sie Wahrscheinlich allein mir. durch den Schock. Ich weiß nicht, ob sie mir dankbarer darüber wären, als über den Tod.
Kannst du ihn auch gleich mit dem Vorschlaghammer in den Schädel tattoo. Ich glaube, das wäre angenehmer. Okay. Tja, natürlich habe ich nichts zu essen mit, aber ich töte ja gleich Kühe. Ich sollte mich nicht zu weit vom Dorf entfernen, sonst finde ich nicht mehr zurück. Okay, hier habe ich ein Schaf. Du bist keine Kuh. Du auch nicht. Haben wir noch irgendwo Kühe im Sumpf? Die könnte ich jetzt gebrauchen. Ein paar Kühe. Gebt mir Leder. Aber hier sind knallbunte Schafe. Das ist welche braune, weiße, graue. Auf meinem Berg müsste auch irgendwo noch ein Pinke sein. Also der bunte Wolle braucht. Haben wir. Wofür sollte man bunte Wolle brauchen? Um sich bunte Betten zu machen. Ein pinkes Bett. Ich habe mal hingeschlichen. Ich nehme die Melone einfach mit. Hast du nicht irgendwen im Chat? Gerade nicht. Schade. Relativ inaktiv. Schaut doch keiner zu. Alle irgendwie. Oh Gott. Scheint so. Nö, ich nicht. Na doch, du redest sehr viel weniger als sonst. Ja, weil ich unterwegs bin, weil ich hier ein bisschen, weil ich Kühe suche. Ich muss Kühe suchen. Ich muss einfach aufs Wetter. Ist bei euch auch so heiß wie bei mir? Also gerade geht's. Sagen wir es mal so. Momentan geht's. Weil es auch düster geworden ist, weil es geregnet hat vorhin, weil es, also ist erträglich. Gestern Abend war es unerträglich. Ja, gestern war schlimm. Da war es ohne Ventilator, war es ein bisschen scheiße. Gestern bin ich, glaube ich, wegen der Hitze einfach um 10 Uhr direkt weggepennt. Auf Arbeit? Ja, 10 Uhr morgens natürlich. Nee, 10 Uhr abends einfach direkt weggepennt gewesen. Einfach weil ich nichts mehr hingekriegt habe. Ja, ging mir auch ähnlich. Ich habe dann nicht um 1 habe ich dann gesagt, ich gehe jetzt ins Bett, weil ich nicht mehr kann. Um 1? Ja, das was für Wochenendsverhältnis, ne, ist das verdammt früh bei mir. Normalerweise gehe ich am Wochenende eher so um 4. Ja, natürlich. Oh, hier sind jede Menge Kühe. Ein Lederspendierer. Oh, ich habe ein Pferd. Hier läuft ein Pferd rum. Ist das ein Schwan oder was? Pferd, mit dem er gerne Auto fährt. Aber das ist nicht mein Pferd, das ist gefleckt. So wie Schwan. Und hier ist ein schwarzes Pferd. Ah ja. Mehrere Pferde. Hast du einen Sattel? Nee, habe ich leider nicht mitgenommen. Aber hier sind jede Menge Kühe. Jede Menge. Das ist ja wirklich eine Kuhfarm. Holla, die Waldfee. Und noch ein Pferd. Nimm mal bei Gelegenheit 2 Kühe mit, dann kann ich die bei mir züchten. Geht nicht. Es geht. Ich habe keine Sattel mit und so. Hast du eine Leine dabei? Nein. Hast du Weizen dabei? Nein. Aber sind hinten, den kannst du selbst abholen. Sind hinter dem Sumpf. Sind am Ende des Sumpfs. Und einmal durchläufst. Einfach zu mir laufen. Einmal. Das ist mir zu weit. Gerade durch den Sumpf. Das ist mir zu weit. Und ich hole sie gleich nochmal ab. Komm hier gleich nochmal hin. Außerdem tüte ich jetzt hier alle Kühe. Für Leder. Das war ein Küper. Ja, 8. 8 Leder reicht mir noch nicht ganz. Okay, mein Spitzhack ist zerbrochen. Komm runter. Die Kuh ist gerade auf den Baum geklettert. Ich wusste gar nicht, dass Kühe klettern können.
Jetzt hat die nicht mal auf Dings gedruckt. Jetzt habe ich 8 Leder. Das reicht nicht besonders weit. Würde mir gerne hier eins von den Pferden mitnehmen, aber. Ja, wie es aussieht. Ich einen Sattel dafür. Und ich zähme so. Dann bräuchtest du immer noch einen Sattel dafür. Stimmt. Es wird Nacht, ich sollte mal zurückgehen. Hoffentlich diese Richtung. Mal schauen, ob ich mich verirrt habe. Ich denke schon. Zweifel in Richtung des Gebirges. So, 8 Leder müssen jetzt erstmal reichen. Oh, Zuckerrohr. Und eine Spinne. Au. Ich bin im Bett. Ich bin auf Wanderung. Skandalös. Kein Bett in der Nähe. Irgendwas blubbert bei mir hier. Und das macht ja. Ungefähr so. Als würde es gerade ertrinken. Ach, das muss ein Ertrunkener gewesen sein. Würde ich mal raten. Das klingt, als würde er ertrinken. Tja. Zombie. Schaf. Spinne, Creeper, meine Fresse, hier sind wieder Monster. Und wo bin ich jetzt hier? Bei einem Gebirge. Unten brennt Licht. Und jetzt woanders, bin ich jetzt völlig woanders hingerannt. Falsches Gebirge. Nee, das ist die Stelle hier, wo war. Da habe ich den Obsidian gefunden. Das ist unser Sumpfende. Skelett, 2 Skelette. Übrigens, anscheinend besteht gerade die Ubisoft Pre-Show daraus. Ich werde bekloppt. Noch ein Küper, noch ein Zombie. Assassin's Creed Valhalla zu gehen. Mhm. Wow. Weil das ja noch nicht jeder andere machen konnte. Was nicht längst veröffentlicht ist. Ja, aber das ist so eine dumme Idee. Einfach langsam durch die Map gehen. Ist das nicht veröffentlicht worden? Hm? Ist Assassin's Creed Valhalla nicht schon längst draußen? Ja doch, schon ewig, aber die Pre-Show ist trotzdem das. Es ist ja langweilig. Und fantasielos. Ein scheiß Skelett. Wir sind überall Monster. Ich bin jetzt beim Bett, können wir mal gerade schlafen gehen. Monster in der Nähe, natürlich. Das scheiß Ding kommt rein. Bei mir auch. Alter Schwede. Ich bin tot. Ich noch nicht. Aber eventuell gleich. Ich werde auch wohl jetzt nicht direkt vor meiner Haustür sterben. So, ich bin im Bett. Uff. Ab ins Bett mit euch. Na, wird das was? Hier kommen gerade Unmengen Zombies einfach rein. Okay.
Wo denn noch? Wenn ihr so weit seid. Ich bin im Bett. Ja, irgendwo hier sollen angeblich Monster sein. Ich weiß aber nicht wo. Töte sie. Ah, okay, jetzt. Juhu. So, hier war noch mal das Buch. Buch und Feder wollen wir nicht. Wäre auch mal interessant, aber... Sehr schön, 5. Daraus können wir Papier machen. Ich mach's mal folgendermaßen. So funktioniert das nicht. Papier, 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 Papier. Heute ziemlich ruhig hier bei uns. Ja. Wie gesagt, ich habe sogar einen Grund dafür. Ich lese gerade, wie man mit Bienen arbeitet in Minecraft. Aha. Man kann mit Bienen arbeiten in Minecraft. Also wie man sie farmt, wie man eine Honigfarm und so erstellt. Okay. Na dann. Buch, 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 Buch. Jetzt habe ich 10 Bücher. Das ist recht willkommen. Recht willkommen für die ganze Bibliothek. Was bringen die Regale überhaupt? Außer dass sie den Zaubertisch verstärken. Sie verstärken den Zaubertisch. Und sie sehen schick aus. Mhm. Das ist es, ja. Ja, der Zweck ist, dass sie den Zaubertisch stärker machen. Was sollten sie sonst machen? Ja, vielleicht Bücher beinhalten. Ja. Dass du ja, Bücher da reinstellen einfach, kannst. Da steht einfach, keine Ahnung, die Bibel drin oder so. Kannst du da die Zaubereitische drin verstauen oder so, oder? Warum solltest du? Keine Ahnung. Und warum sollte man mehr als einen Zaubereitisch brauchen? Wofür braucht man denn Bücher? Wofür braucht man ein Regal, um Bücherregal, um da Bücher reinzuschreiben? Um da Bücher reinzustecken. Du kannst in Minecraft Bücher schreiben, das ist dir bewusst. Ja, und die dann ins Regal stecken, oder was? Das wäre eine Idee, kannst aber nicht. Dafür brauchst du Kisten. Das ist Blödsinn. Ja. Wir haben ja schon mal irgendwie festgestellt, dass irgendwas gab, was halt logisch. Wo war das? Wo ich das dafür verwendet habe, wofür ich es logischerweise gehalten habe. Ich weiß gar nicht mehr, irgendwas war es. War es beim Angeln irgendwas? Wo dann Morty auch meinte, das macht schon Sinn, aber seid ihr in Minecraft. Ich halt anders. Ich das Leben.
Ordnung oder so. Bei schön ist das. Hast du da mal Holz? Das müsste doch jetzt reichen. Ich und mein Holz. Okay. Was mache ich eigentlich gerade? Das musst du wissen. Ich weiß es ja auch nicht. Bücherregale wollte ich herstellen. Na, für Notenblöcke braucht man nur Redstone. Ja, auch gut. Habe ich in der Kiste, wenn du welche brauchst. Ich habe genug Redstone bei mir. Einen ganzen Stack voll. Als würde es irgendein Spieler in Minecraft jemals an Notenblöcken, also an Redstone mangeln. Aus einem Block kriegst du auch gefühlt 3 Stacks raus. Ja. Nee, wo? Ich bin hier komplett. Und wo ist das Regal? Ich habe das Rezept jetzt nicht gemerkt, deswegen. 2 Regal. 3 Regal. Fürs Ritter reicht's nicht mehr. Uff. Immerhin. Haben wir jetzt das Drumherum jetzt fertig. Und den Zaubertisch. Oh no. Also wenn man ein Regal abbaut, kriegt man nur die Materialien zurück. Dann zerfällt es in die Bücher und die Einzelteile. Ja, so ist das. So, sehr schön. Dann ist die Zaubertischecke jetzt vollendet. Was wollen wir fast? Wir haben noch keine Zauberbücher. Deshalb können wir noch nichts verzaubern, oder? Dafür sind auch leere Bücher praktisch. Ach, okay, leeres Buch, da steht jetzt hier. Leere Bücher, mach ganz viele leere Bücher, weil da kannst du deine Verzauberung dir selbst aussuchen, welche du haben möchtest. Jetzt habe ich hier Durchschuss 1, Schärfe 1 und Stärke 2. Ja, Stärke. Ich hab kein Ding mit, was ich verzaubern kann. Ach, du hast kein. Was braucht man nochmal? Lapis oder so? Ja, Lapis. Ja. Haben wir es überhaupt schon gefunden? Keine Ahnung. Könnte ich mal nachgucken in der Truhe. Ich brauche auch noch weitere Regale, damit die Wand hinten hübsch aussieht. Klick, klick, klick. Immer noch 3 Bücher brauche ich dafür. Da fehlt mir durch das Leder wieder. Ja, da fehlt mir das Leder. Papier habe ich jetzt 28 drin, das müsste reichen. Muss bei der Kühe. Muss bei der Kühe suchen und weiter. Kühe umbringen gehen. Und da gibt es irgendwie noch eine andere Sache, wie man an Leder kommen kann. Nö. Muss man Kühe für umbringen. Ja. Das ist traurig. Baum wächst das Zeug halt nicht. Vielleicht kann man ja irgendwie Kunstleder herstellen. Das ist ja auch irgendwie. Wäre auch mal. Ja, dafür müsst ihr erstmal eine Industrie aufbauen. Das geht ja, das kann man. Das gehen wir bestimmt hin. Ja, das geht. Und dann Arbeitskräfte ausbeuten, Läden bauen, um sie irgendwie glücklich zu halten. Klar, so komplex ist mein Gott. Hier steht eine Werkbank genau in der Wildnis. Mitten in der Welt. Das kann mein sein. Doch von mir sein. Von einem von uns. Er ist so weiter Kühe suchen.
suche jetzt mal auf der anderen Seite vom Dorf. Da, wo der Sumpf nicht ist. Yay, vergiftet. Nehmen wir ein paar Blümchen mit, ein bisschen Flieder. Vielleicht meinen Berg noch mit verschönern. Aha. Flieder und Maiglöckchen. Jetzt hier. Ja, und meine Playlist spielt seit wahrscheinlich schon Stunden nicht mehr. Ich habe keine an. Auch schön. Ja, wie gesagt, ich hab auf einem Ohr gerade E3 inklusive React und auf dem anderen habe ich euch. Ja. Wo soll dann die Playlist noch laufen? Ich weiß nicht. In der Nase. Stimmt, ich hätte noch andere Kopfhörer hier. Und los geht's. Flieder pflücken. Okay, ein Bett habe ich natürlich nicht mit dabei. Ich bin klug. Oh, ein Lavasee. Ah, da bist du gerade. Naja, ist nicht wirklich ein See. Ist nur ein Fleckchen. Vorsicht, dass du nicht reinfällst. Ist nur ein Lava-Dings, irgendwas, was aus dem Berg rausströmt. Du bist in einen Block Lava gefallen. Ja. Oh, Papier. Hast du zufällig den Zaubertisch gerade dabei? Nö. Schade. Ich weiß, der schützt mich vor Lava. Gibt eine Verzauberung, die vor Lava schützt. Das in der Playlist, das klingt gerade nach Pokémon, ist aber kein Pokémon. Dann ist es wahrscheinlich Kirby. Nee. Es ist Persona 4. Ah. Persona. Nie gespielt. Nie Interesse daran gehabt. Ich auch nicht. Hier sind absolut keine Kühe. Ich komme mal ins Dorf zurück. Okay, was habe ich jetzt hier gesammelt? Offensichtlich nur Scheiße. Ah ne, eine Pfingstrose. 5 Pfingstrosen. So, ich komme mal zurück, dann können wir nochmal ins Bett gehen. Bin jetzt wieder im Dorf. Seid ihr gerade in der Nähe von dem Bett? Ich bin schon drin. Ich gehe in die Richtung. Und bin in dem Bett. Hurra.